Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Die Menschen beten nicht mehr, sie hören Gott nicht mehr, sie lesen nicht mehr in der Bibel, sie sind entmutigt und müde. Geistliche Hungersnot. Kehre um. Komm zurück in das Brothaus. Die Türe ist offen. Komm und geh hindurch. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat die Welt auf den Kopf gestellt. Im alten Bund war der Himmel verschlossen. Im alten Bund musste Gott auf diese Erde kommen, um bei den Menschen zu wohnen. Zuerst in der Stiftshütte, danach im Tempel. Und Jesus ist gekommen und hat die Türe aufgemacht. Er ist gekommen und hat die Türe für uns geöffnet. Durch die Geburt von Jesus wurde das völlig umgedreht, was im alten Bund war und im neuen Bund jetzt ist. Gott schaffte für uns den Zugang zum Himmel. Mit der Geburt von Jesus hat das Erlösungswerk für uns Menschen begonnen. Das war der Anfang. Als Jesus auf diese Erde kam, war der ganze Himmel in Aufruhr. Die Menge der himmlischen Heerscharen lobten Gott. Sie jubilierten und sangen, dass man es auf dieser Erde hörte. Sie erschienen den Hirten auf dem Feld. Sie freuten sich, dass der Sohn Gottes es wirklich getan hat, den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Zu uns Menschen. Jesus öffnete die Tür zum Himmel, als er auf diese Erde kam. Er kam vom Himmel auf diese Erde. Und das war das Gewaltigste, was es jemals gab. Ein Ereignis, das die Welt für immer veränderte. Wir Menschen bekommen Zugang zum Himmel. Was für ein Privileg. Gott kam und öffnete die Tür. Das Übernatürliche wird Realität. Die Perspektive ist da. Reich Gottes kann gebaut werden. Wie im Himmel, so auf Erden. Das Übernatürliche war geboren. An Jesu Geburt war nichts Gewöhnliches. Überhaupt nichts. Es war eine übernatürliche Ankündigung, übernatürliche Empfängnis, ungewöhnliche Geburt, Auslösung einer damaligen Weltkrise mit Ermordung von Kindern. Es war überhaupt nichts Gewöhnliches. Das Übernatürliche wird Realität. Des Vaters Plan ging in Erfüllung, in Zusammenarbeit mit den Menschen. Wir kennen alle die Geschichte, als der Engel zu Maria kam. Er sagte, du wirst schwanger werden und du sollst deinen Sohn Jesus nennen. Lukas 1, 34 und 35. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Kann man das als Mensch begreifen, dass der Sohn Gottes geboren wird? Der Himmel kommt mit der Erde in Berührung. Und für mich ist aber das Erstaunlichste in Vers 38. Da heißt es, Maria aber sprach,
Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Ein Mensch arbeitet mit Gott zusammen und stellt die Welt auf den Kopf. Ohne zu überlegen, was es für sie bedeuten könnte. Und es berührt immer so mein Herz, diese Aussage, es geschehe mir nach deinem Wort. Ohne Zögern, ohne Überlegen. Sie hatte ein vollkommenes Ja, obwohl ihr das das Leben kosten hätte können. Nach damaligem Gesetz konnte sie gesteinigt werden. Und noch mehr, Josef hätte sie verlassen können. Von ihrer Familie hätte sie ausgestoßen werden können. Wer würde ihr glauben, dass sie so etwas erlebt hatte? Noch nie dagewesen. Erzähle mal so eine Geschichte. Wer glaubt das? Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist so eine wunderbare Aussage, die uns auch mitten ins Herz trifft. Wenn Gott zu uns redet, wie reagieren wir? Und das ist das Wichtigste für uns, für unser Leben. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Und das hat sich nicht verändert. Vertraust du ihm so, dass du auch sagen kannst, mir geschehe nach deinem Wort? Er möchte Großartiges tun auf dieser Erde und er braucht uns. Er kommt nicht mehr selber herunter und tut Wunder, dass wir es hier, ihn persönlich hier sehen, sondern er gebraucht uns. Er will uns gebrauchen, uns Menschen und gerade dich. Er hat einen Plan mit deinem Leben und er möchte dich gebrauchen. Und was sagst du? Mir geschehe nach deinem Wort? Oder überlegst du, das war ja noch nie, wie kann das geschehen? Oder ich kann das nicht? Oder das ist mir viel zu schwierig? Oder wie soll denn das gehen? Auch du bist ein Werkzeug in seiner Hand. Die Tür ist offen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Doch der Zugang zum Himmel für uns ist damit noch nicht gegeben. Das war erst der Anfang, die Geburt Jesu. Jesus musste zuerst seine Bestimmung vollenden. Die Geburt war nur die eine Sache. Was ist eine Türe, die offen ist, wo man nicht durchgehen kann? Hindurch konnten die Menschen erst, als Jesus auferstanden war. Bis dahin war es einseitig. Als der Vorhang zerriss und Jesus aufgefahren war zum Vater. Erst dann war der Zugang frei für uns zum Durchgehen. Seitdem ist das Übernatürliche in Form des Heiligen Geistes in uns und wir haben Zugang zum Himmel. Wir können vor den Gnadenthron kommen, ungehindert zum Vater. Und das war neu. Das war eigentlich die Revolution, die durch Jesu Geburt ausgelöst wurde. Dass wir Zugang haben zum Himmel, dass wir zum Vater kommen können. Wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes breitet sich aus. Es breitet sich aus auf dieser Erde. Und noch etwas Interessantes findet sich im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Jesus ist in Bethlehem geboren. Und Bethlehem heißt im Hebräischen Brothaus. Die Bibel sagt, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Er ist im Brothaus geboren und er ist für uns das Brot des Lebens. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 6, Vers 32 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen,
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt hier selbst, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, denn das Brot Gottes ist der, welcher vom Himmel kommt. Also er ist gekommen für uns. Er ist geboren für uns. Er kam und hat die Türe geöffnet, damit wir Zugang zu dem Brot des Lebens haben. Damit unsere Seele satt werden kann. Damit wir etwas haben, das unser Herz erfüllt, unsere Seele erfüllt, der das stillen kann, was in unserem Herzen ist, in unserer Seele ist. Es gibt in der Bibel eine interessante Geschichte, die uns die Bedeutung des Brothauses verdeutlicht. Ruth, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Und er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Nomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Das ist die Geschichte einer Familie, die auszog von Bethlehem in ein fremdes Land, das Moab hieß. Anscheinend hat es ihnen in Moab gefallen, weil es heißt, sie kamen dort an und blieben dort. Wenn wir unsere Geschichte betrachten, sehen wir eine Familie, die im Brothaus wohnte. Sie waren eigentlich am richtigen Platz. Wir lesen aber, dass in diesem Land eine Hungersnot entstand. Wie kann so etwas sein? Eine Hungersnot im Brothaus? Wenn wir keine Nahrung mehr aufnehmen, entsteht in unserem Leben Hungersnot. Und viele Menschen leben in einer geistlichen Hungersnot. Sie nehmen das Brot des Lebens nicht mehr auf. Das Brot, das vom Himmel kommt, so wie wir es gelesen haben. Die Tür ist offen, doch die Menschen gehen nicht hindurch und holen sich das Brot des Lebens. Die Tür ist offen und wir müssen es uns zu eigen machen. Dieses Brot des Lebens, das unsere Herzen erfüllt, wo alles drin ist, was wir brauchen. Die Menschen beten nicht mehr, sie hören Gott nicht mehr, sie lesen nicht mehr in der Bibel. Der Gottesdienst interessiert sie nicht mehr. Sie sind entmutigt und müde. Geistliche Hungersnot. Das ist eine schlimme Situation. Da hat man keine Perspektive mehr und alles scheint hoffnungslos. Wie sieht es in deinem Land aus, wo du lebst? Ich meine dein geistliches Land. Hast auch du dein Brothaus verlassen? Oder überlegst du vielleicht, ob du es verlassen willst, weil bei dir eine geistliche Hungersnot ist? In unserer Geschichte lesen wir, dass anscheinend alle anderen geblieben sind, nur die Familie des Elimelech ist ausgezogen. Sie hatten wahrscheinlich kein Vertrauen mehr, dass sich die Situation verändern sollte.
Sie hörten vielleicht, dass es in Moab viel besser sei. Denkst du vielleicht auch, dass es woanders viel besser ist, als da, wo Gott dich hingestellt hat? Hast auch du dein Vertrauen verloren, dass sich deine Situation verändert? Die Türe ist offen. Dort ist alles, was du zur Lösung deiner Probleme brauchst. Totale Versorgung, Zugang zu allem. Das Übernatürliche wohnt in deinem Herzen und dadurch hast du Zugang zum Vater. Vertraue dem, der dir helfen kann. Sie gingen in ein fremdes Land und erwarteten dort Hilfe. In Vers 4 lesen wir, dass sie 10 Jahre dort lebten, in der Fremde. In Bethlehem hatten sie zwar nicht viel zu essen, doch ihre Familie war da, ihr Besitz war da und all ihre Freunde waren dort, ihr Haus. Die Bibel sagt uns, wie es ihnen weiter erging, Vers 3 bis 5. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Aus der Sicht Noomis gesehen, ging es ihr hier noch schlechter als in Bethlehem. Es hatte doch alles so wunderbar ausgesehen. Hier hatte sie zwar etwas zu essen, aber sie hat alles verloren, was ihr lieb war, ihre ganze Familie. Sie hatte nichts mehr, alles war kaputt. Und wenn wir das Wort Gottes, unser Brothaus, verlassen, befinden wir uns auf dem Territorium des Feindes. Das Territorium des Feindes, des Teufels, ist die Welt. Es lohnt sich nicht, das Brothaus zu verlassen. Auch wenn wir manchmal in eine geistliche Wüste hineinkommen, wo wir denken, es geht nicht mehr weiter. Das Feuer für Jesus, das wir einmal hatten, ist vielleicht erloschen. Die Gemeinde ist langweilig geworden. Es tut sich nichts in unserem geistlichen Leben. Wir sind nur noch Mitläufer. Da denkt sich mancher Christ, früher war ich in der Welt und da war wenigstens etwas los. Und man probiert alles Mögliche aus, lässt sich überreden, dass dies und jenes hilft. Aus was für einem Grund auch immer, wir verlassen das Brothaus und begeben uns in Feindesland, beziehungsweise in ein fremdes Land wie Elimelech und seine Familie. Wir suchen unser Glück woanders. Wir vertrauen anderen Dingen, die uns lukrativ erscheinen. Jesaja 55, Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Das heißt, warum geht ihr woanders hin? Warum vergeudet ihr eure Mittel und eure Zeit für Dinge, die euch doch nichts helfen? Warum setzt ihr Ressourcen ein für Dinge, die keinen Wert haben, die nichts bedeuten? Weiter heißt es in Vers 2, hört doch auf mich und esst das Gute. Und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Iss das Gute. Das Brot vom Himmel, Gottes Wort, das deine Seele sättigt und labt und nicht verhungern lässt. Deine Seele wird leben, so heißt es hier.
Wir werden nie geistliche Hungersnot haben, wenn wir auf Jesus hören und unser Ohr ihm zuneigen. Hast auch du Hilfe gesucht im fremden Land? Hast vielleicht viel Geld ausgegeben und es hat nichts geholfen? Iss das Gute. Komm zurück ins Brothaus. Da ist die Fülle. Naomi verlor alles. Und nachdem sie nichts mehr hatte, besann sie sich, wo sie eigentlich herkam. Sie erinnerte sich, wie gut sie es hatte, als sie noch in Bethlehem wohnte, im Schutz ihrer Familie. Besinne dich, wie gut du es hast bei Jesus im Brothaus. Volle geistliche Nahrung, Überfluss, Schutz, Hilfe, Trost, Leben, alles, was du brauchst. Naomi wollte zurück. Sie hat sich entschlossen, zurückzukehren ins Brothaus und sie nahm Ruth mit. Wir wissen das. Und wenn sie das nicht getan hätte, hätte sie nie Anteil gehabt an der Blutslinie von Jesus. Ruth ist im Stammbaum von Jesus. Der Sohn Ruths ist der Großvater Davids. Und wir können das nachlesen in Matthäus Kapitel 1. Naomi wollte zurück. Und wir lesen das in Ruth Kapitel 1. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Das ist der wichtigste Teil der ganzen Geschichte. Naomi hat Buße getan und ist umgekehrt. Sie hat erkannt, dass sie nicht richtig gehandelt hat. Sie hatten das Brothaus verlassen. Und sie sagt, voll bin ich gegangen, leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Ursprünglich hatte sie alles und weil sie fortgegangen war, hatte sie alles verloren. Und was war das Erste, was sie sah? Es heißt hier, sie kamen zum Beginn der Gerstenernte. Das Erste, was sie sah, war Brot. Gerste, Nahrung. Das Wichtigste in unserem Leben ist, umzukehren, wenn wir das Brothaus Jesus verlassen haben. Erkennen, dass es falsch war und zurückkehren. Egal in welchem Land du dich gerade befindest, im Land des Okkultismus, im Land der Esoterik, im Land der Gleichgültigkeit oder im Land der Entmutigung, im Land der Hoffnungslosigkeit oder im Land der Verzweiflung. Kehre um, komm zurück in das Brothaus. Die Türe ist offen. Komm und geh hindurch. Und wenn wir zurückkehren, bietet Jesus uns Nahrung an. Geistliche Nahrung. Und das ist Hilfe in jeder Beziehung. Ganz egal, wie dein Problem aussieht, Jesus hat eine Lösung für dich. Wenn wir zu ihm zurückkehren, kommen wir mit leeren Händen, wie Naomi. Doch sie bleiben nicht leer. Und das ist das Entscheidende. Jesus füllt deine Hände. Unser Leben wird gefüllt von ihm. Naomi wurde wieder aufgenommen in die Gemeinschaft und sie freuten sich alle und fragten, ist das nicht Naomi? Und sie erhielt durch den Löser Boas alles zurück, Familie, Land und Besitz. Und dieser Boas ist ein Bild auf Jesus. Und auch du bekommst alles zurück, was der Feind dir gestohlen hat. Jesus gibt uns alles zurück, was wir verloren haben. Und er hat alles für uns bereit, was wir brauchen. Die Tür ist offen. Schlecht geht's uns nur im fremden Land.
weg von Gott, weg vom Brothaus, weg von Gottes Wort. Gott stellt alles wieder her, was in deinem Leben zerbrochen ist. Das, was der Feind kaputt gemacht hat. Lass dich nicht blenden. Und wenn es auch woanders viel besser auszusehen scheint, du wirst alles verlieren, weil der Teufel ein Lügner, Zerstörer und Betrüger ist. Bleib in deinem Brothaus. Da, wo deine Seele satt, gefüllt und getröstet wird. Die Tür ist offen, auch für dich. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.